begegnen uns immer wieder Narbengesicht. Kämpfe! Nein, ich habe genug gekämpft. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass deine Leute alle tot sind. Dann müssen wir kämpfen. Vielleicht wirst du sterben, vielleicht sterbe ich. Oder wir sterben beide. Ich könnte dich jetzt ohne weiteres erschießen. Du wirst kämpfen! Wenn jemand zuvor gekommen wäre, hätte ich dir wahrscheinlich die Kugel verpasst. Du hast sehr viel Blut verloren. Über kurz oder lang wär's zu Ende gewesen. Hier, trink einen Schluck. Mein Skype wirst du nicht kriegen, deine Waffen sind hier. Nein. Der Kampf ist entschieden. Giesenhoch. Es ist zu Ende. Jetzt bin ich überrascht. Wie werden wir vorgehen, Herr Minister Stanton? Wir werden einen Misstrauensantrag gegen den Präsidenten stellen, wenn wir die Stimmen bekommen. Und wenn wir die nicht kriegen? Dann wäre der Krieg umsonst gewesen. Die Konföderation würde wieder eigene Wege gehen. Aber das Wiederaufbau... Wäre zum Scheitern verurteilt. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ihr Büro leistet hervorragende Arbeit, aber der Präsident legt uns immer wieder Steine in den Weg. George, was für eine Überraschung. Ich freue mich, dich so gut erholt zu sehen. Danke. Stanley, das ist Mrs. Madeline May. Ich freue mich, Sie endlich einmal kennenzulernen. Danke, Sir. Wenn mich die Herren jetzt bitte entschuldigen würden. George. Weswegen die Aufregung, Stanley? Der Präsident hat sein Veto gegen den Bürgerrechtsgesetzentwurf eingelegt. Er verweigert freien Menschen die Gleichheit vor dem Gesetz und will außerdem die Rechte der einzelnen Bundesstaaten einschränken. Er versucht, die Uhren zurückzustellen. Kann ich dich mal unter vier Augen sprechen? In meinem Büro. Ziemlich eindrucksvoll, Stanley. Es ist nicht zu übersehen, dass du Erfolg hast. Was führt dich her, George?
Ich frage mich gerade, wie deine Pläne für deine politische Zukunft aussehen. Wir organisieren unsere Kampagne und ich glaube, dass wir eine breite Mehrheit haben. Und wenn nicht alles täuscht, wird mir den Sieg in unserem Wahlkreis keiner mehr nehmen können. Ich verstehe. Aber Wahlkämpfe sind recht kostspielig, wie ich weiß. Das ist wahr und Isabelle und ich zahlen das meiste selbst. Denkst du an eine kleine Wahlkampfspende, George? Eins begreife ich einfach nicht, Stanley. Du bist wohlhabend und angesehen und bekleidest eine hohe Position und trotzdem scheinst du dir mit den Mitteln der Korruption immer noch mehr zusammenraffen zu wollen. Verdammt, George! Du hast mir noch nie gegönnt, was ich mir erarbeitet habe! Ich habe in der Vergangenheit sicher einige Fehler begangen. Aber ich habe mich verändert und du solltest anerkennen, was ich heute bin. Ich setze mich heute mit aller Kraft für die Zukunft unseres Landes ein. Ich werde dir sagen, warum ich hier bin. Es existierte eine Firma, die fördert auf Mont-Royal Phosphate, auf der Main-Plantage. Und diese Leute wenden leider Methoden an, die den ganzen Wiederaufbau in Verruf bringen werden. Ich habe dir hier einen von ihren Arbeitsverträgen mitgebracht. Das ist unmöglich. Das ist ein absoluter Unterwerfungsvertrag. Das ist eine Schande. Und dann ist da noch ein firmeneigener Laden, der teilt Wertcoupons aus und verlangt weit überhöhte Preise von den Negern. Dagegen sollte eingeschritten werden. Wir haben diese Menschen doch nicht befreit, um sie jetzt erneut der Sklaverei auszuliefern. Bedauerlicherweise kann unser Büro solchen Geschäftsinhabern keine Vorschriften machen. Dein Büro mag ja hilflos sein, aber du, mein Bruder, bist es nicht. Wie meinst du das? Diese Phosphatgrube ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Madelines Schwager, Cooper Main, und einer gewissen Isabel Truscott, deiner Frau. Isabel, in mein Arbeitszimmer. Komm! Wie ich hörte, gehört dir der Mehrheitsanteil an der Mont-Royal-Mine. Ist das so, Isabel? Wieso? Allerdings, George, was ist dagegen einzuwenden? Das Geschäft läuft auf meinen Mädchen namens Stanley. Dir kann keiner etwas anhängen. Mein Gott, du bist unglaublich. Euer Gemeinschaftsunternehmen betreibt daneben einen firmeneigenen Laden, der illegale Arbeitsverträge abschließt, während dein Mann Leiter des Friedman-Büros ist. Willst du damit seine politische Karriere ruinieren? Entschuldigung, ich habe, was die Geschäftsführung der Mine oder des Ladens betrifft, wirklich keine Ahnung, George. Du wirst deine Anteile an George verkaufen. Was? Aber Stanley, das ist doch lächerlich. Außer ihm weiß es doch kein Mensch. Und ich bin sicher, dass George nie etwas tut, was den Glanz des kostbaren Namens Hazard verdunkeln würde. Halt endlich den Mund, Isabel! Wie konntest du es wagen, meine Stellung aufs Spiel zu setzen? George wird dir $1 für deine 51% zahlen. Dein teurer Bruder zieht dir kalt lächelnd dein Vermögen aus der Tasche. Unterschreib! Stanley, bitte, verstehst du denn nicht? Das ist für ihn die Chance. Unterschreib. Hier, und ich entschuldige mich bei dir. Stanley, ich habe dich falsch eingeschätzt. Danke. Du Idiot! Weißt du eigentlich, was du getan hast? Nur weil du deinem Bruder gefallen willst, machst du einen Narren aus dir. Alles hattest du mir zu verdanken. Und jetzt wirfst du alles weg. Oh Gott, wie schäme ich mich für dich. Seit Jahren schon verachte ich mich selbst, weil ich immer das tue, was du verlangst. Und dabei hattest du immer nur deinen Vorteil im Auge. Aber das ist vorbei, Isabel. Jetzt ist damit Schluss. Du wirst noch heute dieses Haus verlassen. Oh, Stanley, das ist doch bestimmt nicht dein Ernst. Denk an alles, was uns verbindet. Denk an alles, was dir fehlen wird. Noch heute, Isabel. Nimm mit, was du willst. Ich will dein Gesicht nie mehr wiedersehen. Nun ja, was soll ich dazu sagen? Es ist, recht nett. Verzeihung, Mrs. Fenway. Ich glaube, es ist weit mehr als nur recht nett. Die Vorbesitzer, wenn ich darauf hinweisen darf, haben die Möbel aus aller Welt kommen lassen. Das mag schon sein, aber die Einrichtung entspricht weder meinem Geschmack noch dem meines Gatten. Darf ich die Vermutung äußern, dass die früheren Besitzer wohlhabende und einflussreiche Leute waren? Oh ja, das waren sie. Wissen Sie zufällig, wer zu Ihrem engeren Freundeskreis gezählt wurde? Oh, Mrs. Fenway. Hier hat die Creme der Chicagoer Gesellschaft verkehrt. Ach, wie...
Wie war doch gleich Ihr Name, mein Freund? Eric. Ein schöner Name, einer meiner Lieblingsnamen. Eric, wäre es zu viel verlangt, mir eine Liste dieser Namen zukommen zu lassen? Ich fürchte, das verstößt gegen die guten Sitten. Oh, wie bedauerlich. Sehen Sie, mein Mann und ich, wir kennen hier in Chicago kaum jemanden und wir würden natürlich gern Gäste einladen. So eine Liste wäre eine große Unterstützung. Ihnen würde es eventuell auch zugutekommen. Mir? Aber ja, natürlich auch Ihnen. Schließlich wären Sie Gast auf all unseren Soireen. Wo gibt es günstigere Gelegenheiten, neue Kunden zu gewinnen, als bei gesellschaftlichen Anlässen? Wenn sich diese Sache regeln ließe, würden mein Mann und ich einem baldigen Erwerb durchaus nicht ablehnend gegenüberstehen. Ich würde sagen, die Frage der Liste ließe sich durchaus in Ihrem Sinne zufriedenstellend reden. Sehen Sie, ich wusste es. Sie haben Isabels Anteile an der Mine gekauft? Ja, ganz recht. Ich kann es einfach nicht glauben. Das bedeutet, dass wir jetzt Partner sind. Ich denke, das wird sich für alle Beteiligten lohnen. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten wollen, würden wir uns sehr glücklich schätzen. Mit dieser Frau? Hören Sie auf, Cooper, George, oder? Bitte! Wir hatten gehofft, im wohlverstandenen Interesse der Familie diese Partnerschaft fortsetzen zu können. Welche Familie? Wenn Sie aussteigen wollen, übernehme ich Ihre Anteile auf der Stelle. Danke. Also gut, ich bin damit einverstanden. Aber vergessen Sie nicht, mir gehört das Land. Wenn Sie nur einen Fehler machen, müssen Sie gehen. Haben wir uns verstanden? Voll und ganz. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ich habe den Eindruck, dass er sich vollkommen verändert hat. Früher war es nur der Ärger und die Wut über mich, aber jetzt... Das Gefühl der Machtlosigkeit kann einen Menschen verändern. Hoffen wir nur, dass er vernünftig bleibt. Wo werden diese Sägeblätter gefertigt? In Tackett Schmiede. Ein bisschen mit, sind Sie Tackett? Dann wird damit nie fertig. Darf ich fragen, warum Sie das Sägeblatt, das Mrs. Main vor Monaten bestellt hat, noch nicht geliefert haben? Sie hat zwar öfter danach gefragt, aber sie konnte es nicht bezahlen. Mr. Tackett, Sie haben mit der Arbeit noch gar nicht angefangen. Wie viel kostet es? $50. Mhm. Hier haben Sie Ihre 50. Abzüglich 10% für die Verzögerung. Und ich verlange, dass Sie dieses Sägeblatt bis spätestens heute Abend nach Mont-Royal liefern. Ja. Gut. Mrs. Main dankt Ihnen. Das hätten wir. George? Ich bin hier. Ich bringe Ihnen was zu essen. Jede Mine braucht ein Büro. Und wenn Sie irgendwo eine Matratze übrig haben, kann ich hier auch schlafen. Sie bleiben? Ja, natürlich. Aber nicht in Ihrer Küche mit zwei Stühlen und einem morschen Kissen ans Bett. Hallo, Mr. Wynand. Mrs. Main? Scott Wynand ist der neue Leiter der Mine. Das ist Mr. George Hazard. Guten Tag. Guten Tag. Sie leiten also den Betrieb, Mr. Wynand? Ja, Sir. Woher kommen Sie? Aus Charleston, Sir. Im Moment habe ich ein Zimmer hinter Gattis Lamonts Laden. Als erstes verlange ich von Ihnen, dass Sie diese unmöglichen Arbeitsverträge zerreißen. Was halten Sie davon, Mr. Wynand? Die Mine gehört Ihnen. Und sagen Sie bitte, welchen Lohn halten Sie für die Arbeiter für angemessen? Ich denke, $15 im Monat. Gut, einverstanden. Wir werden 15 bezahlen. Aber bei entsprechenden Fähigkeiten werden wir den Lohn auch erhöhen. Das sind für Neger schon recht hohe Löhne. Es sind zuverlässige Männer und ich will nie mehr hören, dass sie anders bezeichnet werden. Wenn Sie etwas dagegen einzuwenden haben, können Sie gleich nach Charleston zurückfahren. Ja, Sir. Ich meine, nein, Sir, ich habe überhaupt nichts dagegen. Wenn die Leute Land kaufen wollen, setzen Sie einen fairen Preis fest und sorgen Sie dafür, dass Sie es erhalten. Und bieten Sie ihnen auf unsere Kosten landwirtschaftliche Geräte an, in Ordnung? In Ordnung. Dann wäre ja alles klar. Und jetzt gehen wir mal zu Ihrem Vermieter, einverstanden? Guten Tag, Gentlemen. Wer von Ihnen ist Gattis?
Ich bin George Hazard. Ich bin der neue Besitzer der Mont-Royal-Mine. Er freut sich, kennenzulernen. Cooperman hat sowas angedeutet. Dann wissen Sie vielleicht auch schon, dass jetzt Schluss ist mit Ihrer Couponwirtschaft. Aber ich werde natürlich die Forderungen, die Sie an meine Arbeiter haben, begleichen. Wie schön, dann wollen wir mal rechnen. Warten Sie, ich hab Sie gleich. Oh, Mr. Wynand, wollen Sie das Zimmer auch weiterhin mieten? Ja, die Absicht hatte ich. Wie schön. Ohne die Coupons gehen meine Gewinne in den Keller und die Miete in die Höhe. Tut mir leid. Nichts dagegen, nur dann verlange ich jede Woche frische Bettwäsche. Was habe ich zu zahlen, Gettys? Oh, das macht, ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, $553. Haben Sie was zu schreiben? Ich werde Ihnen einen Scheck geben. Gettys, darf ich Ihnen vorschlagen, Ihre Preise wieder zu senken? Andernfalls würden wir uns gezwungen sehen, unsere Arbeiter zum Selbstkostenpreis zu versorgen. Oh, Mr. Hochwohlgeboren. Das sind nur $353. Wollen wir die Coupons gemeinsam zählen? Ich fühle mich übers Ohr gehauen. Ach wirklich? Das soll vorkommen. Besonders, wenn Mr. Hochwohlgeboren auch was von Geschäften versteht. Oh. Ich wünsche noch einen schönen Tag, Sir. Was mitgebracht? Uns beiden. Heute ist ein so schöner Frühlingstag. Da habe ich ein kleines Picknick vorbereitet. Ich glaube, dass wir uns um die Mine keine Sorgen zu machen brauchen. Ich mag Wynand und die Männer arbeiten gern für ihn. Nachdem sie alles auf den Weg gebracht haben, könnte Jack Windland doch die Mine auch von Pennsylvania ausleiten. Aber sicher, nur was mache ich dann? Das, was Sie am besten können. Neues planen und organisieren? Wollen Sie mich auf die Art loswerden? Nein, überhaupt nicht. Wie geht's den Kindern? Sie sind zufrieden. Sie sind im Internat. Da sind Sie am sichersten aufgehoben. Werden Sie sich jemals verzeihen können, George? Oder mir? Was sollte ich Ihnen verzeihen? Wären Sie damals um mein Leben nicht so besorgt gewesen, wäre Constance wahrscheinlich niemals... Nein. Solche Gedanken führen zu nichts. Es war mir vorherbestimmt. Irgendwann wäre es auf jeden Fall geschehen. Bent wusste genau, was er mir damit antut. Er würde beide Familien zerstören, wenn sich ihm die Gelegenheit dazu bieten würde. Ich muss das um jeden Preis verhindern. Dazu darf es nicht kommen.
Irgendwas hat mich geweckt. Ich hatte einen Albtraum. Ich war wieder Kriegsgefangener. Da bin ich hochgeschreckt. Ich träume nur noch sehr selten vom Krieg. Wovon träumen Sie sonst? Ich träume von Ihnen. So wie Sie jetzt sind. Danke. Nein. Madeline? Madeline! Dieses Telegramm ist gerade gekommen. Alcana Band hat in St. Louis August Maine, den Sohn von Charles, entführt. Aufenthaltsort von Charles Maine unbekannt. Wir setzen die Ermittlungen fort. Ich muss ihn finden. Nein, George! Das ist Sache der Pinkertons. Dafür nein, nein, sind nein. Sie doch... Charlie hat mich damals aus dem Gefängnis geholt. Ich verdanke ihm mein Leben. Ich muss es für ihn tun. Wann werden die Männer es endlich lernen? Dir geht es nicht bloß um den kleinen Jungen. Du willst diese Bestie zur Strecke bringen und deine Rache befriedigen. George, was ist, wenn dir etwas zustößt? Keine Angst, wenn mir etwas passiert, bist du gut versorgt. Du hast die Miene, das Sägewerk. Das interessiert mich nicht. Nochmal, verstehst du denn nicht? Ich liebe dich so sehr, Madeline. Ich komme wieder. Ich verspreche es dir. Bitte lass mich nicht allein, George. Ich muss gehen. Es tut mir auch weh. Sagen, dass Sie wie ein junger Gott tanzen. Sie bewohnen eins der teuersten Häuser von Chicago. Wirklich? Habe ich jedenfalls sagen hören. Und wer hat das gesagt? Nun, jemand, der etwas davon versteht. Verzeihen Sie, darf ich jetzt um das Vergnügen bitten? Aber gern, Anthony. Sie entschuldigen? Sie sehen heute gefährlich gut aus. Danke, dasselbe könnte ich von Ihnen sagen. Die Rubine sind traumhaft. Danke. Sir, Sie gestatten? Sie entschuldigen. Oh, natürlich, ich danke Ihnen. Sie sehen überwältigend aus. Danke, das gilt aber auch für Sie. Schön, dass Sie zu unserem kleinen Fest kommen können. Ich konnte es kaum erwarten, Sie zu sehen. Wollen wir etwas trinken? Ein Glas Champagner? Wir werden ein Glas Champagner nehmen. Ich habe ihm meine Kutsche angeboten, aber er bestand darauf, zu Fuß nach Hause zu gehen. Und er ist erst am nächsten Tag angekommen. Sie können sich vorstellen, dass meine Frau so gesagt hat, dass ich
schauen, was sie dann hier so daraus wird. Noch nie was. Natürlich hat sich das was angehört. Jetzt zum nächsten Mal. Weiter. Mich, Fan, ich kann dir gar nicht genug dafür danken. Dieser Abend war wunderbar. Es war so wie an jenem Abend auf Mont-Royal, lange vor dem Krieg. Und alle kamen, um mir zu sagen, wie begeistert sie von diesem Haus wären. Es ist ein großes Mausoleum. Aber ich glaube, Harry würde sich recht wohl darin fühlen. Ja, ja, ich kenne seinen Namen. Ich kenne die Namen von allen deinen Entgleisungen. Und ich weiß auch, dass es so weitergehen wird. Jetzt ist es Forrest Wilkerson, wenn ich mich auf meine Augen noch verlassen kann. Wilkerson der Dritte. Er ist sehr reich. Und charmant und sieht gut aus. Fan, du bist derjenige, den ich liebe. Ich wünschte, es wäre so. Auch wenn das nichts verändern würde. Aber manchmal frage ich mich, was ich anders hätte machen können, was ich dir noch hätte geben können. Was du mir noch hättest geben können? Das Mont-Royal, das Herrlichste und Vollkommenste auf Erden, das eigentlich mir gehören müsste. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass das das Einzige ist, was ich haben will? Und ich schwöre dir, ich werde es kriegen. Unsere Agenten haben St. Louis gründlich durchkämmt. Keine Spur, weder von ihm noch von dem Jungen. Wo ist Charlie jetzt? Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Nach dem Massaker von Cottonwood Creek hat er seine Stellung als Scout aufgegeben. Seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. Sehen Sie zu, was Sie herausfinden können. Yes, Sir. Ihrer Frau geht es wieder besser. Sie macht sich wegen Gas immer noch Vorwürfe. Willa Parker, George Hazard. Sehr erfreut, Ma'am. Mr. Smith von der Pinkerton-Agentur. Willa und Charlie, wie soll ich sagen? Ich freue mich, Sie kennenzulernen, General. Ich habe viel von Ihnen gehört. Charlie und ich, wir haben uns früher einmal recht nahe gestanden. Und Gus liegt mir noch immer sehr am Herzen. Werden Sie ihn finden? Wir werden nichts unversucht lassen, Miss Parker. Oh. Maureen und ich lieben den Jungen, als wäre er unser eigener Sohn, George. Wir werden ihn finden, Matt. Ich verspreche es. General Hazard? Noch ein Wort zu Charlie. Er ist ein guter Mensch. Aber der Krieg hat irgendetwas zerstört. Das haben Kriege so an sich. Im Grunde ist Charlie ein ganz weicher, zärtlicher Mensch. Er fürchtet sich nur davor. Ich habe versucht, zu ihm vorzudringen, aber ich habe es nicht geschafft. Aber Gus, er liebt seinen Sohn. Wenn sie ihn an der Suche nicht beteiligen, wird er zerbrechen. Ich verstehe genau, was Sie meinen. Auch wenn er sicher nicht mehr derselbe ist wie früher, ich bitte Sie, geben Sie ihn nicht vorschnell auf. Einen guten Freund werde ich nie aufgeben. McGee, das war eindrucksvoll, was Sie gezeigt haben. Mein Name ist George Hazard. Ich bin ein Freund von Charlie Maine. Wie ich hörte, kannten Sie ihn gut. Ich muss ihn finden. General Hazard? Ja. Hab von Ihnen gehört. Was wollen Sie von Charlie? Ich muss Ihnen mitteilen, dass sein Sohn entführt worden ist. Wer hat das getan? Ein gewisser Bent. Hat er ihn mal erwähnt? Beiläufig. Der Captain redet nicht viel, wenn er nüchtern ist. Wenn ich Urlaub bekomme, könnte ich Sie zu ihm bringen. Ich denke, das wird sich einrichten lassen. Wo steckt er? Unten in Abilene. Charlie, Charlie, gib mir die Flasche, ja? Komm, wir schaffen dich in den Vorratsraum. Da kannst du deinen Rausch ausschlafen. Verdammt nochmal, kannst du nicht mehr stehen?
Meine Güte, ich möchte wissen, wie viel du diesmal wieder gesoffen hast. Charlie, du bist viel zu voll, um dich zu prügeln. Leg dich dahin und schlaf dich aus. Na los. Ist denn niemand hier? Verdammt, ich brauche Futter! Was zum Teufel soll ich denn jetzt machen? Soll ich mich selbst bedienen und dann einfach wieder verschwinden? Ich kann's bezahlen! Ich bin kein Dieb! Charlie Mayne. Gott hat seinem Racheengel den Weg gewiesen. Wach auf! Hey, Charlie! Charlie! Hörst du, ich hab deinen Sohn! Wach auf! Du siehst schrecklich aus. Und stinkst wie eine tote Schlange. Ich weiß, was du brauchst, Mayne. Eine vernünftige Rasur, damit wieder ein Mensch aus dir wird, Mayne. Das wird dir noch mal sehr leid tun, Mayne. Glaub ja nicht, dass ich zögern würde, einen Schlafenden umzubringen. Aber so bereitet es mir mehr Vergnügen. Und weißt du was, Charlie? Ich liebe gewisse Vergnügungen. So, jetzt geht's los. Du wirst wieder richtig gut aussehen. Ich habe deinem Vater eine kleine Nachricht hinterlassen, Gus. Männer zu Fuß auf dem Weg in einen Stall, das kann nur bedeuten, dass die Herren was zu reiten brauchen. Tja, also, da sind Sie bei mir richtig. Wir suchen Charles Mayne. Also, wenn das so ist, sind Sie hier ebenfalls richtig. Wenn Sie es schaffen, ihn nüchtern zu bekommen. Der Mann hatte in letzter Zeit nicht viel Glück. Kommen Sie, er liegt im Vorratsraum. Ich kenne niemanden, der besser mit Pferden umgehen kann, solange er nüchtern bleibt. Aber in letzter Zeit mache ich mir ernsthaft Sorgen um ihn. Guter Gott, besorgen Sie mir Kaffee. Eine Stange Dynamit wäre angebrachter. Charlie! Wach auf! Charles! Augenblick mal, General. Verdammt! Maggie? George Hazard? Es ist was Schlimmes passiert. Alcana Bent hat deinen Sohn entführt, Charlie. Weißt du, wo er ist? Noch nicht. Verzeihung, General. Ich glaube, jetzt wissen wir es doch. Kleine Spur, damit dein Vater uns folgen kann, mein Junge. Aber natürlich dürfen wir es nicht zu gut machen. Sonst findet er uns zu früh. Du brauchst keine Angst zu haben, er kommt schon. Und bis dahin sei ein braver Junge. Was glotzt du denn so? Wir werden deinen Vater im Indianergebiet treffen. Weißt du weswegen? Ich werde im Indianergebiet ein Imperium errichten. Nur für mich. Ich werde dort mein Reich gründen. Und dieses Reich werde ich mit einem Donnerschlag einweihen. Und weißt du, wer dafür sorgen wird? Dein Vater. Mr. Charles Mayne. Mr. Charles Mayne.
So einer wie der kann hier nichts bekommen. Oh doch, er ist mein Freund. Nicht doch, Charlie! Charlie! Der Gentleman wollte gerade unsere Bestellung entgegennehmen, nicht wahr? Ja, sicher, natürlich. Was wünschen die Herren? Was meinen Sie mir, G? Steak mit Eiern? Ja, und einen Pfannkuchen. Und vielleicht noch ein paar Kekse? Ja, vorneweg einen Kaffee und ein paar Kekse. Also erstmal ja, gut, Kaffee und Kekse. Später. Sie werden gleich bedient. Er will mit uns Katze und Maus spielen, Charlie. Selbst wenn er eine gute Karte hat. Ich kenne die Gegend besser als er. Glaubst du, er lässt Gas bis dahin am Leben? Er wird auf dich warten. Er wird versuchen, ihn vor deinen Augen zu töten, nur um dich zu quälen. Aber dazu lassen wir es auf keinen Fall kommen. 15, 20 Stunden täglich im Sattel, schaffst du das? Sieh zu, dass du mit deinem Frühstück fertig wirst, Charlie. Wir haben einen langen Weg George, wir sind hier nicht in Pennsylvania. Wir sind da draußen ganz allein auf uns angewiesen. Ich muss wissen, ob du dir das zutraust. Mach dir darüber keine Gedanken. Das ist nicht dein Problem. Weil es um mein Kind geht, kann ich das bloß hoffen. Gentlemen, es gibt eine Zeit zum Reden und es gibt eine Zeit zum Handeln. Ich finde, dass wir inzwischen mehr als genug geredet haben. Sie wissen, dass er recht hat, Cooper. Sie sagten, wenn Hazard weg ist. Er ist weg. Ich weiß, was ich sagte. Na also, wann geht's los? Wann werden wir handeln? Schon bald. Wie bald? Nun, ich schlage vor, auf Mo Royale einen so beträchtlichen Schaden anzurichten, dass George Hazard gezwungen ist, seine Anteile am Sägewerk und an der Mine um fast jeden Preis an mich zu verkaufen. Wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie diesmal nicht nur einigen frechen Niggern Angst einjagen? Sie wollen diese Leute ein für alle Mal loswerden, ja? Das heißt, Sie wollen Krieg. Wer einen Krieg führen will, braucht mehr als ein paar Männer, die sich in weiße Laken hüllen und Fackeln schwenken. Dynamit? Sie haben doch Dynamit, Cooper. Sie sprengen doch gerade die alten verrotteten Docks und die Hafenanlagen und da arbeiten Sie doch mit Dynamit. Und diese verdammten Yankees, die werden doch ein paar Stangen verschmerzen können. Vielleicht. Was heißt vielleicht? Sie werden einfach ein paar zusätzliche Stangen anfordern und denen erklären, dass irgendein Idiot bei der letzten Sprengung zu großzügig gewesen ist. Ohne kleine Schwindeleien kommt keiner durchs Leben. Ganz recht. Und wenn Sie uns jetzt im Stich lassen, dann wird uns eben General Forrest helfen. Ich habe zwar schon viel über diesen Forrest gehört, aber er ist noch nie mit uns geritten. Er hat seinen Kopf noch nie riskiert. Er war während des Krieges einer der tapfersten. Aber der Krieg ist vorbei. Gott sei's geklagt! Ich organisiere das Dynamit. Na also. Gentlemen, wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen. Ach, guten Abend, Mrs. Main. Was hattest du mit diesen Männern zu besprechen, Cooper? Ich glaube nicht, dass dich das etwas angeht, oder? Die ersten paar Tage sind immer die schwersten, General. Die Pferde können Sie auch nachher noch versorgen. Sie sollten erst mal was essen. Guter Vorschlag, Mitchy. Bisher hast du dich sehr gut gehalten. Wir haben noch keine Zeit verloren. Ich beobachte mit Vergnügen, wie du dich jeden Morgen lockerer in den Sattel schwingst. Ach, wirklich? Das höre ich gern. Ist Ihnen ein Planwagen begegnet? Ja, er ist in diese Richtung gefahren. Danke. Er war vor 3 Tagen hier. Er hat noch Vorräte gekauft, bevor er weitergefahren ist. Was ist mit Gas? Er hatte einen kleinen Jungen bei sich.
Was ist da, Charlie? Das sind ein paar Steine, die ich Gasma geschenkt habe. Kommt weiter. Komm jetzt, steh auf. Na komm schon. So, rein mit dir. Setz dich wieder da hinten hin und sei ruhig. Mein Junge markiert seinen Weg. Mit den Steinen? Aha. Vielleicht finden wir unseren Freund Bent früher, als er es erwartet. Wir werden hier unser Nachtlager aufschlagen. Du wirst noch blind werden, wenn du die Steine weiter so anstarrst. Wenn ich Gas finde, George... Wenn du ihn findest, Charlie. Dann wird uns nichts auf der Welt je wieder trennen. Und was ist mit Willa? Du kennst Willa? Ja. Ich war doch bei Duncan in St. Louis. Sie ist eine liebenswerte Frau, Charlie. Ja, das ist sie. Du hast recht. Charlie, ich, also in den letzten paar Monaten, da haben Madeline und ich, nun ja, du weißt schon. Nein, ich weiß nicht. Das ist schön, George. Das ist wirklich schön. Oh, ich weiß zwar nicht, was sie an dir findet, aber es ist schön. Hey! Ah ja. Das schmeckt sehr gut, Ma'am. Warum haben Sie den Jungen denn festgebunden? Er weiß manchmal nicht, was er tut. Er rennt einfach los und verirrt sich dann. Seit sein Vater oben am Platte River getötet wurde, ist er nicht mehr ganz richtig im Kopf. Er hat ja überall blaue Flecken. Mein Neffe ist ein Tollpatsch, wissen Sie. Wenn er irgendwo in der Ecke ist, dann stößt er sich dran. Stimmt das, mein Kleiner? Wo ist denn Ihr Mann? Er ist auf der Büffeljagd. Ich nehme an, er kommt gleich. Das Leben hier ist bestimmt nicht einfach. So ganz allein auf sich gestellt, mitten im Indianergebiet. Nun ja. Früher bekamen wir öfter Besuch von den Cheyennen. Aber seit sie gemerkt haben, dass Frank und ich sehr gut schießen können, lassen sie uns in Frieden. So, das reicht. Ja, leg den Löffel hin. Hören Sie, vielleicht können Sie mir einen guten Rat geben. Ich bin Händler. Ich tausche und verkaufe. Wo trifft man am ehesten Kunden? Glynn betreibt deinen Laden. 2 Tage in Richtung Arkansas. Den Cimarron flussabwärts in westlicher Richtung. Komm, du hast brav gegessen, mein Junge. Bald wirst du deinen Vater wiedersehen. Sie sagten, sein Vater wäre tot. Hör auf mit dir, mein Junge. Verschwinden Sie. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Wenn hier jemand auftaucht und nach Elkanah Bent fragt, sagen Sie ihm, dass ich ihn bei Glynn erwarte. Los, vorwärts! Seht mal da! Ich weiß, sie folgen uns schon seit einigen Tagen. Musik
Verschwinde nach hinten. Er ist im Kopf nicht ganz richtig. Ich will nicht, dass er wegläuft und sich verirrt. Sieht ziemlich zerschunden aus. Ist vom Pferd gefallen. Sind Sie Glenn? Ich war lange unterwegs und suche für eine Weile ein Unterkommen. Lässt sich da was machen? 50 Cent die Nacht für Sie beide, es sei denn, Sie wollen das Hinterzimmer. Das kostet $1 extra. Und wenn Sie Green Grass hier wollen, einmal $2. Darf ich mich drin mal ein wenig umsehen? Sie haben es hier sehr hübsch, Mr. Glynn. Aber der Preis ist zu hoch. Verstehst du mich? Begrab ihn irgendwo. Ein Indianercamp, Captain? Aha. Höchstens vor 2 Stunden verlassen. Du glaubst nicht, dass es Bent war? Nein, höchstwahrscheinlich waren es die Indianer, die wir gesehen haben. Offenbar haben sie auch keine Angst davor, entdeckt zu werden, denn sonst hätten sie das Feuer ausgetreten. Wir werden hier bleiben. 3 Tage und nicht eine Spur von dem Mann, der doch will, dass man ihn findet. Wir werden Bents Spur frühestens am Fluss wiederfinden. Wir sollten uns trennen, dann können wir ein größeres Gebiet absuchen. Ich glaube nicht, dass wir uns hinter dir, Achtung! George, Mitchie, die Waffen weg! Er ist ein Freund von mir. Ich grüße den wachsamen Krieger. Warum bist du hier? Böse Menschen bringen Unruhe über das Land. Ich muss dich warnen. Wir suchen meinen Sohn. Ich habe ihn vielleicht gesehen. Der Junge war noch ziemlich klein. Mit einem Mann. Auf einem Karren. Das muss er gewesen sein. Der Mann, den du gesehen hast, ist der, der meinen Sohn entführt hat. Wo hast du ihn getroffen? Er ist bei Glynn. Ungefähr 2 Tage nach Süden. Dann erreicht ihr den Cimarron. Ich gehe jetzt und suche die Umgebung ab. Reitet nach Süden. Wenn ich euch treffe, werde ich euch führen. Dann ist die Schuld getilgt. Das sind die Fahrkarten nach Charleston und die bestellten Hotelzimmer für die 3 Nächte. Danke. Wenn du denkst, unser Haus hier in Chicago ist was Besonderes, dann wart ab, bis du Mont Royal siehst. Es hat seidene Vorhänge, persische Teppiche und edle Mahagoni-Vertäfelungen. Es ist ein herrliches Haus, wenn du wüsstest, wie oft ich davon geträumt habe, dass es endlich wieder mir gehört. Ich weiß. Versuch dich zu benehmen. Aber natürlich. Auf Wiedersehen. Achtung, Achtung! Mitten läuft auf Gleis 3 der Zug aus Detroit ein. Bitte zurücktreten von der Bahnsteigkante. Hier werden die neuen Hafenanlagen errichtet und unmittelbar dahinter die Lagerhäuser. Es wird der modernste Seehafen des ganzen Südens.
Ja, die kurzen Wege von den Keys zu den Lagerhäusern sind fort. Guten Tag, Bruderherz. Oh, und Mr. Keys. Wie schön, Sie wiederzusehen. Miss Maine, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Inzwischen Mrs. Fenway, wenn Sie gestatten. Fenway Pianos. Ah. Ich bin nicht sonderlich überrascht, dich zu sehen, Ashton. Und die Wiedersehensfreude hält sich auch in Grenzen. Du bist also verheiratet. Wo ist Mr. Fenway? Mein Mann scheffelt das viele Geld in Chicago. Wir reden nachher noch, Keys. Wenn Sie mich bitte entschuldigen, ich will das Familientreffen nicht länger stören. Der Plan ist hervorragend, Cooper. Und über die Einzelheiten werden wir uns noch einigen. Ich war mitten in einer Besprechung. Was soll das, Cooper? So begrüßt man doch nicht seine Schwester. So wie ich dich kenne, liebe Schwester, ist das kein privater Besuch. Nein. Das Wichtigste zuerst und das Wichtigste für mich ist, ich will Mont Royal kaufen. Dafür wirst du eine größere Summe auf den Tisch legen müssen. Ich weiß ja nicht, was du unter einer größeren Summe verstehst, aber dank Fans Genie und meiner geschäftlichen Talente können wir uns fast alles leisten. Da wäre dann allerdings noch eine andere Schwierigkeit. Und die liegt darin, dass sich unsere allseits verehrte Schwägerin Madeleine auf Mont Royal häuslich eingerichtet hat. Und dank ihrer geschäftlichen Talente bezahlt sie auch pünktlich ihre Hypothek. Horace, ihr mit dieser eingebildeten Negerin war ein Wahnsinn. Aber vielleicht können wir genau daraus unseren Vorteil ziehen. Fan wird die nötigen Mittel von unserem Konto in Chicago an deine Bank in Charleston überweisen. Und für eine angemessene Summe wird der sofortige Räumungsbefehl doch wohl zu erwirken sein. Das wird vielleicht gar nicht notwendig sein. Das mag vielleicht nicht notwendig sein, aber es ist bestimmt amüsant. Charlie, ich muss dir noch was erzählen. Eines Abends in West Point, ist über 20 Jahre her, da hatten Ori und ich noch Durst auf ein Bier bei Benny Haven. Du erinnerst dich an den Laden. Bent hat's gemerkt und ist uns gefolgt. Er hat gehofft, uns wieder eins auswischen zu können. Es war mitten im Winter. Wir saßen im warmen Lokal und er hat im Schneesturm auf uns gelauert, nur damit er uns dann melden kann. Wir konnten ihm gerade noch entkommen. Wir sind über den zugefrorenen Fluss gerannt. Aber Bent ist eingebrochen. Wir standen da und wir hörten, wie er um Hilfe schrie. Es hätte wirklich nicht viel gefehlt und wir wären nicht umgekehrt. Aber wir taten es dann doch. Wir waren es, die ihm das Leben gerettet haben. Ihr habt den Falschen gerettet, aber das Richtige getan. Ich habe sie gefunden. Dein Sohn lebt. Eine Cheyenne-Frau versorgt ihn. Und der Mann passt auf. Er ist wie ein Wachhund. Ist sonst noch jemand dabei? Im Haus vielleicht. Ich weiß es nicht. Nyesimi, ich gehe mit euch. Nein, du hast genug gekämpft. Du nicht auch? Ja, aber du bist ganz allein. Ja. Wer soll, wenn du stirbst, die Jungen unterrichten? Und ich gehe das übrigens auch nicht. Wenn Sie glauben, dass ich jetzt auch losreite, dann sind Sie noch verrückter als der, den wir in dieser gottverlassenen Gegend jagen. Und noch was. Wenn Sie Ihren Sohn nicht furchtbar erschrecken wollen, dann ist dringend eine Rasur fällig. Komm mal her, mein Junge. Na, komm schon. Und du, hol ihm aus der Küche was zu essen. Oh.
Ich wünsche einen guten Tag, Sir. Guten Tag, wo kommst du her, wo willst du hin? Ja, ich bin aus McGee, Sir. Das ist ganz in der Nähe von Boston und ich wollte mir den Westen einfach mal mit meinen eigenen Augen ansehen. Und was willst du hier, Schwarzer? Ich suche ein schattiges Plätzchen für mich und mein Pferd. Wie lange bist du heute schon geritten? Dein Pferd sieht noch ziemlich frisch aus. Sie haben ein gutes Auge, Sir. Ich bin nicht die ganze Zeit geritten. Wissen Sie, zwischendurch steige ich immer wieder mal ab und gehe ein Stückchen zu Fuß. Und dann sehe ich mir den Boden genauer an, ob ich nicht vielleicht irgendwelche Spuren finde. Du bist ein Büffeljäger? Will mal einer werden. In dieser Gegend hier wirst du keine Büffel finden. Nein, nicht? Dann werde ich wohl, wenn ich mich von den Strapazen erholt habe, weiterziehen müssen. Wenn du dich hier irgendwo hinlegen willst, mach das $1 pro Nacht. Für einen Eimer Wasser sind 50 Cent zu bezahlen. Wenn du für dein Pferd Wasser willst, sind es normal 50. Das sind ziemlich stolze Preise, nicht? Entweder du zahlst sie, oder du reitest weiter. Also, was ist, Schwarzer? Sie haben einen Gast. Wenn Sie nichts dagegen haben, dann steige ich jetzt mal aus dem Sattel. Wenn man so lange unterwegs gewesen ist, dann ist der feste Boden immer wieder ein Erlebnis. Was hast du denn? Willst du wissen, was mit dem Jungen los ist? Er interessiert mich überhaupt nicht. Nur diese hübsche junge Frau. Die kannst du haben. Einmal für $3. Danke fürs Angebot, aber sehen Sie, ich habe gerade 3 Tage mit der Cherokee-Frau hinter mir. Ich sag Ihnen, was die mit mir angestellt hat, reicht für ein ganzes Jahr. Halt endlich deinen Mund, dieses Geschwätz interessiert mich überhaupt nicht. Gib mir jetzt $1 und such dir irgendwo ein ruhiges Plätzchen. Wollen wir darum spielen, doppelt oder nichts? Du glaubst wohl, du hast einen Vollidioten vor dir, hä? Nein, Sir, überhaupt nicht. Dann such dir endlich eine Schlafstelle. Oder verschwinde wieder. Dein loses Mundwerk gefällt mir ganz und gar nicht. Das könnte dir eines Tages zum Verhängnis werden. Oh, das will ich doch nicht hoffen. Entschuldigung, Sir. Wissen Sie was, Sir? Je länger ich Sie kenne, desto mehr mag ich Sie. Jetzt reicht es. Schwing dich in deinen Sattel. Zu Befehl, Sir. Den Ohrring ihrer Frau wieder haben? Du Mörder! Ja. Ja. Ich hatte am Töten noch nie Vergnügen, aber Sie haben mich dazu gezwungen! Nicht doch! Nicht doch, George! Lassen Sie doch was für Charlie übrig! Ich hab dich wieder, mein Junge. Sie haben mich nie respektiert, weil Sie mich nie verstanden haben. Aber ich wurde geboren, um große Armeen ins Feld zu führen. Wie Hannibal, Alexander und Napoleon. Kleingeister wie Sie haben mich mit falschen Anschuldigungen um meinen Platz in der Geschichte gebracht. Sie haben mir Desertion, ehrloses Verhalten und Machtmissbrauch vorgeworfen. Sie schändeten meinen guten Namen. Aber ihr habt es teuer bezahlt, nicht wahr? Los. Militärisches Genie ist eine seltene Gabe. Ihr tötet Monopoly. Jeder Mann nimmt 5 Stangen Dynamit mit nach Hause. Und am festgesetzten Tag treffen wir uns 1 Stunde nach Sonnenuntergang vor Gettys Laden. Nehmen wir uns die Schule vor oder die Negerhütten? Sowohl als auch. Und auch das Haus. Und Cooper, Sie werden uns in besonderer Weise helfen. Sie sorgen für Ihre Schwägerin, Miss Madeline. Und wie bitte soll ich für Sie sorgen? Ihr den Hals umdrehen. Ich habe noch niemals einen Menschen getötet. Dann wird's höchste Zeit, Cooper. Es sei denn, Sie wollen sich noch ewig mit ihr rumschlagen. Sie hat einen Sohn. Er ist mein Neffe. In dem Jungen fließt Negerblut. Genau wie in ihr. Was wollen Sie mit ihm anfangen? Wollen Sie ihn zu sich nehmen und etwa so tun, als wäre er ein anständiger Weißer? Wer auch nur einen Tropfen Negerblut in seinen Adern hat,
ist einfach kein Mensch, Cooper. Nein. Bekennen Sie sich zu unserer Bruderschaft? Ja oder nein? Wir warten, Cooper. Die Zeit ist reif. Sie müssen sich entscheiden. Auf welcher Seite stehen Sie? Sind Sie für uns oder gegen uns? Für euch. Und Sie werden tun, was von Ihnen verlangt wird? Ja. Das ist dein Wort. Endlich kommt Bewegung in die Sache. Wird Zeit, dass etwas geschieht. Diese Neger werden immer frecher. Wird Zeit, dass ich nach Hause komme. Und nicht vergessen, das oberste Gebot lautet Stillschweigen. Nichts ist gefährlicher als irgendwelche Schwätzer. Cooper, das war nicht dein Ernst, nicht? Du wirst dich nicht an Madeline und dem Kind vergreifen. Du spionierst mir nach? Das war nicht meine Absicht. Ich habe nur die Pferde gesehen und da wurde ich neugierig. Du hast alles mit angehört? Ich habe genug gehört. Lass dich von diesen Barbaren in nichts hineinziehen. Halt dich da raus, das betrifft dich nicht. Du sollst einen Mord begehen. Madeline ist mir schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Aber sie gehört zur Familie. Sie ist eine Negerin. Sowas wird nie zur Familie gehören. Ich kann nicht zulassen, dass du so etwas tust. Du kannst es nicht zulassen? Tja, du bist eine Frau. Versuch nie wieder mir Vorschriften zu machen. Ich weiß, was ich zu tun oder zu lassen habe. Du hast mir gehorsam zu sein, Weib. Du bist mir verpflichtet, merk dir das. Was immer ich mache, du hast an meiner Seite zu stehen. Hm? Und jetzt geh wieder dahin, wo du hingehörst. Kümmere dich um den Haushalt. Und koch etwas Anständiges. Haben wir uns verstanden? Auch wegen Cooper. Gewisse Leute haben vor, sie zu beseitigen. Ach, Judith, das wäre nicht der erste. Dieses Mal meinen Sie es ernst. Man will hier alles dem Erdboden gleich machen und Sie sollen getötet werden. Wann? Ich fürchte bald. Und jetzt muss ich zurück, bevor Cooper misstrauisch wird. Ich danke Ihnen für die Warnung, Judith. Stellen Sie sich drauf ein, Madeline. Hier! Danke. Gentlemen, es tut mir leid, aber ich werde abreisen müssen. Madeline erwartet einen Überfall der Bruderschaft. Des Clans? Wann? Wenn ich das wüsste, wäre mir wohler. Entschuldigt mich. Es war nicht ganz einfach. Ich habe es so arrangiert, dass mein Privatwaggon direkt bis nach Charleston durchgeleitet wird. Fürs Glück bin ich morgen Abend da. Auch als ehemaliger General hat man noch einen gewissen Einfluss. Ich kann es nicht leugnen. Tja, ursprünglich wollten heute ja nur Sie abreisen. Aber jetzt sieht es so aus, als ob wir alle getrennte Wege gehen müssen. So ist das Leben, Captain. Nein, der Captain ist vergangen. Für Sie vielleicht, für mich bleiben Sie es. Und das ist für dich. Danke, Maggie. Mach's gut, mein Kleiner. Verpassen Sie Ihren Zug nicht, Maggie. Komm endlich. Alles Gute, Maggie. Danke, General. Entschuldige dich bitte. George? Ich werde mitkommen. Den Teufel wirst du. Es wird Zeit, dass Gus endlich sein Vater wenn du mir nicht geholfen hättest, wäre Gus nicht hier. Und außerdem war Mont Royal auch mal zu Hause. Ich komme mit. Also gut. Aber keine lange Abschiedszeremonie. Der Zug fährt gleich ab. Gussie, leider muss ich dich nochmal allein lassen. Aber ich komme bald wieder. Und du wirst so lange bei den Duncans und bei Willa bleiben. Tust du das, mein Sohn? Ja, mach ich, Daddy. Ich muss fahren, Bella, aber ich komme zurück, ich verspreche es. Wann? Nächste Woche? Nächsten Monat? Nächstes Jahr? Ich halte mein Wort, Bella.
Weißt du eigentlich, was du da von mir verlangst? Du verlangst zu viel, Charlie. Wenn du jetzt gehst, dann wirst du mich vielleicht nicht mehr finden, wenn du mich suchst. Falls du mich suchst. Jetzt wird Zeit, Charlie. General, Willa, na komm. Ich kann nicht anders. Ich muss mitfahren. Einsteigen und die Türen schließen. Du bist eigentlich ein Romantiker, nicht wahr? Es geht doch nicht, George. Ich werde dich nie wieder allein lassen, Willa. Du kommst zurück. Du hältst doch immer dein Wort. Was soll denn das heißen? Dass du mitfahren sollst. Für George. Für dich selbst. Nun geh schon. Ich komme wieder! Ich komme zu euch beiden zurück! Ach du meine Güte, Madeline, meine Teuerste. Was sagt man denn dazu? Sie schuften da wie eine gewöhnliche Negerin, aber das sind sie auch. Sie wagen es, sich hier bei mir auf meinem Besitz sehen zu lassen, nachdem Sie meinen Mann ermordet haben? Tut mir leid, Sie irren sich. Ich war es nicht. Bent ist der Täter gewesen. Ich wollte Ori bloß um Geld bitten. Verschwinden Sie von meinem Grund und Boden! Das ist Ihr Grund und Boden gewesen. Ich habe Cooper die Hypothek abgekauft. Und sehen Sie dieses Papier hier? Das ist ein offizieller Räumungsbefehl, den habe ich vom Gericht in Charleston. Und damit gehört Mont-Royal jetzt mir, Verehrteste. Und in diesem Moment ziehe ich ein und Sie aus. Ah! Ashton, ich bitte Sie! Ach, was zum Teufel! Ah! Na, warte, das wird dich teuer zu stehen haben! Mit dir bin ich fertig! Ashton, benehm dich das Recht! Ich entschuldige mich in Ihrem Namen, Mrs. Bain. Was soll denn das? Ich habe meine Pläne geändert. Und was bedeutet das? Mont-Royal gehört dir nicht. Ich habe das Geld nicht an Cooper Bain überwiesen. Oh, tu's gefälligst. Ich meine, du bist mein Mann. Ich denke überhaupt nicht dran. Ich habe dich gewarnt. Aber du wolltest ja nicht auf mich hören. Es wird eine Lehre für dich sein. Mein wunderschönes Mont-Royal. Was ist bloß aus dir geworden? Es wird alles wieder gut. Steh auf. Wir wollen gehen. Es wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. Weißt du, eigentlich habe ich es mir gar nicht so sehr gewünscht. Errichtet. Weil Mr. Wynand der Meinung ist, dass das unsere letzte Rettung ist. Fassen Sie mal mit an, Prudence. Der Sack muss darüber. Ja, das ist gut. Jetzt noch ein paar Getreidesäcke vor die Räder. Die Fässer, die kommen erst mal hier hin. Schieb die Wagen ganz dicht zusammen und verkeilt sie. Das muss am Ende wie eine Festungsmauer werden. Und was jetzt? Schon mal mit deinem Gewehr geschossen? Gott,
fahren? Nein. Dann wird Zeit, dass Sie es lernen. Zeigt mir mal eure Waffen. Die Lücken da unten müsst ihr noch mit Getreidesäcken ausfüllen. Gut. Alles hier, was noch da ist. Ich habe zwar seit meiner Kindheit keine so alten Gewehre mehr gesehen, aber sie sind verdammt gut gepflegt. Madeline? Kann ich auch ein Gewehr haben? Nein. Ich kann recht gut schießen. Isaac hat's mir beigebracht. Und ich habe noch eine offene Rechnung zu zahlen. Ich weiß. Aber wenn's ernst wird, musst du Ori in Sicherheit bringen. Ich hab sonst keinen anderen. Na schön, ich seh's an. Aber mir wäre wohler, wenn ich hier bleiben könnte. Ich danke dir. Ich hab dich lieb. Knapp 2 Stunden, dann sind wir da. Beten wir, dass wir noch rechtzeitig kommen. Wisst ihr, was eine Salve ist? Nein. Nein. Das bedeutet, ihr dürft nicht einfach so schießen, wie ihr wollt. Wartet, bis ihr den Befehl kriegt, und dann feuern wir alle gemeinsam. Ich habe sowas noch nie gemacht, Maike. Wir verstehen nichts vom Kämpfen. Aber wir verstehen was vom Leben. Das ist viel wichtiger. Und wenn sie überhaupt nicht kommen? Sie werden kommen. Wenn sie erstmal einen Plan haben, wird er auch ausgeführt. Das sind eigentlich ganz traurige, erbärmliche Figuren. Alle bis auf Cooper, er ist in dem Spiel die unbekannte Größe. Und deshalb ist er von allen noch der gefährlichste. Dann werde ich mir ihn zuerst vorknöpfen. Bitte tun Sie das nicht. Weswegen? Er gehört immerhin zu meiner Familie. Er ist kein Blutsverwandter von Ihnen. Aber von meinem Sohn. Lieber Gott, warum tust du uns das an? Was haben wir dir getan? Alles in Ordnung. Ich habe einfach Angst. Es ist nicht einfach, aber wir kämpfen für das, woran wir glauben. Sehen Sie sich um. Sie sind nicht allein. Ich habe trotzdem Angst. Ich auch. Ziel ins Auge fassen und feuern. Und was dann? Wieder laden und beten. Noch ein ziemliches Stück bis Mont Royal, hä? Von hier nach Charleston fehlen immer noch die Gleise. Tja, wenn ihr Yankees die Schienen nicht rausgerissen hättet, hätten wir es jetzt einfacher. Willst du den Rest der Nacht über den Krieg debattieren oder willst du reiten? Reiten. Mr. Winan in Deckung, was soll das? Seid ihr bereit, Männer? Von uns aus kann's losgehen. Erst feuern, wenn ich es euch sage. Den Hahn spannen. Achtung! Legt an!
hab ihn erwischt! Ich hab ihn erwischt. Wenn ihr mich hier nicht mehr braucht, dann mache ich mich auf den Heimweg. Zu Willa nehme ich an. Wir drei sind, ich glaube, es wird gut gehen. Du bist hier zu Hause, Charlie. Ihr drei seid auf Mont-Royal immer herzlich willkommen. Danke, Charlie. Willst du wirklich alles wieder aufbauen? Ich weiß es nicht. Es hat mir früher so viel bedeutet. Aber jetzt, wofür? Für dich, Madeline. Für unsere Kinder. Und für uns. Für uns? Ich werde dich nie mehr allein lassen, Madeline. Oh, George. Aber wenn wir für uns bauen, dann bauen wir ganz neu. Einverstanden? Einverstanden. Aber merk dir eins. Wir sind Partner, Mr. Hazard. Auf ewig.